طيب الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير ثم من بعد وانزما بارك الله فيكم wie wir gesagt haben als wir mit diesen Unterrichten angefangen haben und zwar die Religion بارك الله فيكم hat vier Hauptpfeiler und zwar einmal, das ist Iman oder sagen wir Aqida. Einmal, das ist Minhaj, das heißt Methodik. Und einmal ist Scharia, das heißt Normenlehre. Und einmal Barakallahu fikum, das sind Werte. Das bedeutet hier, das ist, was wir brauchen. Also wir brauchen Werte, Verhalten und Charakter und Benehmen. Das ist auch, das gehört zu unserer Religion. Und natürlich, Barakallahu fikum, zweifelsfrei und zweifelslos ist, Barakallahu fikum, der Islam, die Religion, die zum guten Charakter, guten Benehmen aufruft. Und Allah hat von uns verlangt, dass wir unser Charakter verbessern. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte etwas Schönes. Er sagte, die Nächsten zu mir, die am nächsten zu mir am letzten Tag sein werden, sind die Leute, deren Charakter und Benehmen das Beste ist. Das bedeutet, durch das gute Benehmen, durch den guten Charakter erreichst du diese Stelle, dass du ins Paradies kommst und du und das gute Benehmen und der Charakter heißt, dass du die Stelle und die Stufe erreichst, als ob du den Tag fasten würdest und die Nacht betend verbringen würdest. Überleg dir, kann jemand die Tage immer fasten und die Nächte immer betend verbringen? Das ist so schwer. Und mit dem guten Benehmen erreichst du dieses Thema. Barakallahu fik wa jazakumullahu khair. Aber Benehmen und Charakter, wir haben Barakallahu fik wa jazakumullahu khair zwei Arten von Benehmen. Aber innerlich und äußerlich. Das will, es gibt Charaktereigenschaften eines Moslems oder benehmensmäßig, verhaltenmäßig. Wir haben Barakallahu fikum zwei, innerlich und äußerlich. Und deshalb erstmal Ahlus Sunnati wal Jama'a, bitte aufpassen, bitte aufpassen. Schaut mal diese Überlieferung, damit man weiß, wie die Verbindung stark ist zwischen Iman und Benehmen. Und definitiv kann ich sagen, definitiv, derjenige, der keinen guten Charakter hat, wird automatisch schwachen Iman haben. Weil gutes Benehmen und gutes Verhalten eine gute Tat ist. Und durch die guten Taten wird der Iman stärker. Und durch die schlechten Taten wird der Iman schwächer. Und wenn man schlimmen Charakter oder schlechtes Benehmen hat, dann hat man gesündigt. Und wenn man sündigt, das bedeutet, der Iman wird schwächer. Gibt es dafür Beweis? Ja. Und zwar, Barakallahu fikum, bei At-Tirmidhi. Bei At-Tirmidhi, und Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala sagte sahih, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Akmalu al-Mu'minina imana, pass auf, Ahsanuhum akhlaqa. Subhanallah. Akmalu al-Mu'minina imana. Das bedeutet, der Iman bei einem Mu'min ist vollständig, vollkommen, wenn dieser Mu'min guten Charakter, gutes Benehmen hat. Der hat Werte. Und diese Werte, die sind hier. Al-Iman, das ist normalerweise im Herzen. Al-Iman ist im Herzen. Und natürlich, du sprichst und du tust. Und das ist alles Iman. Aber deine innerlichen Werte,
die und äußerlichen Werte, wenn sie besser werden, dann wird dein Iman immer vollkommener. Das wird der vollkommenste Iman von den Gläubigen ist bei den Leuten, die die Werte innerlich und äußerlich oder die das Verhalten und Charakter am besten haben. Und das ist die Verbindung, barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die ich am meisten liebe und die sind am nächsten zu mir, am letzten Tag, sind die Leute mit dem guten Benehmen, mit dem guten Charakter. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt nichts Schweres am letzten Tag in Misan. Es gibt nichts Schweres am letzten Tag in Misan, als, das wird als in der Wiege, als gutes Benehmen. Und derjenige, der gutes Benehmen hat, erreicht die Stelle am letzten Tag von demjenigen, der fastet am Tag und das die Nacht betend verbringt. Deshalb, barakallahu fikum, sakumullah khairan, das ist ein Angebot in unserer Religion, dass wir das gute Benehmen haben und den das richtige Verhalten. Und die Verbindung ist, dass wir Werte haben. Und diese Werte, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, die sind zwei. Die sind innerlich und äußerlich. Jetzt, was ist bei Ahlus Sunnati wal Jama'a? Innerlich und äußerlich. Pass auf, innerlich. Erstmal, die haben Ikhlas. Wenn du etwas sagst, wenn du etwas tust, wenn du etwas verinnerlichst, dann machst du das für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die reine Absicht im Herzen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, das sollten wir lernen. Das ist ein Wert, was wir im Herzen, barakallahu fikum, tragen. Zweitens, die haben Taqwa. Taqwa, das heißt, sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Sie wissen, dass Allah sieht und Allah weiß, was sie tun. Und deshalb, die haben Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Die vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und sie reinigen ihre Herzen. Sag mal, wie reinige ich mein Herzen? Du kannst dein Herz reinigen, indem du alle schlechten Eigenschaften, alle schlechten Werte meidest und indem du versuchst, die guten Eigenschaften zu praktizieren. Und das verbindet drei Themen zusammen. Deine Werte musst du kontrollieren, deine Taten musst du kontrollieren und was du im Herzen hast, musst du auch kontrollieren. Sie reinigen ihre Herzen von Schirk, Kufr, Nifaq, Schirk, Kufr, Nifaq. Sie versuchen, dass sie sowas niemals im Herzen haben. Auch wenn das kleiner Kufr ist, auch wenn das kleine Schirk ist, das ist ein Muslim, auch wenn das eine Eigenschaft von Nifaq ist, sie reinigen ihre Herzen und deshalb sind ihre Herzen weich. Weiche Herzen haben sie, das heißt in diesem Zusammenhang, und die sind tapfer. Das wird bitte verbinden. Tapfer sind sie, aber die haben weiche Herzen und sie ehren. Sie ehren die Rituale der Religion. Hier im Herzen. Sie haben diese Ehre für diese Ehrung für die Religion und sie fürchten Allah, sie vertrauen auf Allah, sie reinigen ihre Herzen und dann was sind sie? Sie sind bescheiden. Sie sind bescheiden und Bescheidenheit kommt im Herzen und die sind reich. Reich an Iman im Herzen. Wenn sie auch arm sind, vermögenmäßig, aber die sind am reichsten durch ihren Iman, was sie im Herzen haben. Sie haben Schamgefühl. Sie schämen sich. Schamgefühl bedeutet, dass du weißt, Allah sieht dich, deshalb machst du keine Sünden.
Deshalb machst du keine Sünden. Tust du nichts Schlechtes. Sie haben Schamgefühl im Herzen. Sie schämen sich vor Allah, dass sie was tun. Deshalb fürchten sie Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sie fürchten, dass sie bestraft werden. Sie fürchten, dass sie in die Hölle kommen. Sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind einige Themen, die sie haben. Auch dann, was sie nicht haben. Pass auf, was sie nicht wollen, was sie nicht haben. Sie wollen keine Überheblichkeit. Sie haben keinen Neid auf andere Personen. Sie haben keine Hinterlästigkeit in ihren Herzen. Sie haben keinen Hass auf ihre Brüder im Glauben, auf ihre Geschwister im Glauben. Sie haben keine schlechte Vermutung. Keine Überheblichkeit, kein Neid, keine Hinterlistigkeit, kein Hass auf ihre Brüder, keine schlechte Vermutungen, sondern die Vermutung gut. Warum? Weil ihre Herzen sauber sind, ihre Herzen rein sind. Und das ist Iman. Wenn du Iman hast, dann wirst du dein Herz säubern und reinigen. Und dann wirst du deine Brüder lieben. Ja, sie lieben. Die Muslime, für Allah lieben sie die Muslime und deshalb handeln sie aus Innerlichen, sie handeln was? Äußerlich jetzt. Jetzt äußerlich handeln sie. Gute Taten und gute Charaktereigenschaften tun sie und schlechte Charaktereigenschaften meiden sie. Beispiele für äußerliche, barakallahu fikum, gute Charaktereigenschaften, die haben Adab. Adab bedeutet gute Erziehung, islamische Erziehung. Wie sie mit den Leuten reden, wie sie schweigen, wie sie bescheiden sind. Die haben diese Adab gelernt, weil die Besten sind unter den Menschen. Sie haben Adab. Sie haben, barakallahu fikum, sie verzeihen und vergeben. Sie verzeihen, vergeben. Sie reden Gutes oder schweigen. Sie reden Gutes oder sie sagen Gutes oder schweigen. Lächeln ins Gesicht von ihren Brüdern. Also wenn er einen Bruder sieht, dann lächelt er in sein Gesicht. Kümmern sich um ihre Geschwister. Warum? Weil die Leute von Ahl Sunnah, barakallahu fikum, sie haben eine Aufgabe, sie haben einen Auftrag. Die sind die Besten, die das Wissen haben und die sind die Leute, die Barmherzigkeit zu den anderen haben. Deshalb handeln sie anders als die normalen, ganz normalen, barakallahu fikum, Leuten, das heißt, sie sind nicht wie die anderen. Sie geben Sadaqa. Sie spenden viel für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie verschwinden nicht. Verschwinden nicht. Sind pünktlich. Halten. Pünktlich halten ihr Versprechen. Da sagt man, ist das nicht ideal, was wir jetzt gerade sagen? Nein, das sind doch die Religion, die religiösen Themen. Gut zu Eltern. Gut zu Nachbarn. Gut zu Mitmenschen. Gut zu Kindern. Barmherzig mit den Schwachen. Das sind einige, ich sage nochmal, barakallahu fikum, das sind einige, barakallahu fikum, Themen, die sie machen. Auf der anderen Seite, sie sind nicht. Das wird diese Eigenschaften, die sie machen, kein Riba,
keine Riebe. Riebe, das wird, dass man schlecht hinter dem Rücken von einem reden. Sie machen kein Namima. Kein Namima, üble Nachrede verbreiten. Sie haben das nicht. Sie benutzen keine schlechten Wörter. Sie beschimpfen die Leute nicht. Keine Beschimpfungen. Das ist zungenmäßig, ja? Sie beschimpfen die anderen nicht, sie reden nicht schlecht für die anderen. Sie sind nicht überheblich, haben wir gesagt. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sie versuchen, keine Sünden zu begehen. Keine Sünden zu begehen. Sie versuchen das, keine Sünden zu begehen. Die sind barmherzig mit den anderen. Barakallahu fikum. Das Ganze, natürlich könnte man zusammenfassen. Das Ganze könnte man zusammenfassen. Alles Gutes versuchen sie, alles Schlechtes meiden sie. Nicht nur tatmäßig, sondern Tat, Wort, Verinnerlichung und Barakallahu fikum, sowieso innerlich und äußerlich, Werte mäßig. Das ist Barakallahu fikum die Grundlage für Al-Sunnah al-Jama'ah. Das wird sie wissen, wenn sie guten Charakter zeigen, gutes Benehmen zeigen, dann wird der Iman stärker. Und weil der Iman stärker wird, dann versuchen sie, das zu machen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Deshalb, diese Leute, Al-Sunnah al-Jama'ah. Barakallahu fikum, sie zeigen Geduld bei Prüfungen. Ich meine nicht Prüfungen in der Schule oder sowas. Prüfungen des Lebens. Sie zeigen Geduld, wenn sie Prüfungen haben. Sie sind fest, wenn sie etwas tun. Sie versuchen, die Taten oder Handlungen, besser gesagt, Handlungen, die mehr als was verlangt ist, sie versuchen, die Taten, die mehr und die Handlungen, die mehr als was verlangt wird, auch zu praktizieren. Auch zu praktizieren, Barakallahu fikum. Sie verlieren niemals die Hoffnung. Das wird nicht, dass man sagt, ja, ich habe die Hoffnung verloren. Die haben immer Hoffnung, weil sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und sie wissen genau, wenn sie geprüft werden und die sind fest bei der Prüfung, dann sind sie stärker. Und das ist immer die Sache, die machen das für Allah subhanahu wa ta'ala und sie fürchten nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil diese Leute den richtigen Iman haben und sie haben Benehmen und Adab des Islam, was machen diese Leute? Dann kommen wir zum zweiten Thema, was ich euch gesagt habe. Wir machen das. Barakallahu fikum. Sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte und sie geben Nasiha. Das wird gute Ratschläge. Und das ist ein Manhaj. Das ist ein Punkt der Methodik, weil das sehr wichtig ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr seid die beste Gemeinschaft, wenn ihr das Gute gebietet, das Schlechte verbietet und ihr glaubt richtig an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, sie wissen genau, wenn wir
das Gute nicht mehr gebieten und das Schlechte nicht mehr verbieten. Das wird sie, wir sehen das Schlechte, wir akzeptieren und wir tun nicht das Gute, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Gaben von uns wegnehmen, subhanahu wa ta'ala, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht helfen und nicht unterstützen, subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Wenn man das Gute nicht gebietet und wenn man das Schlechte nicht verbietet, dann werden wir sagen, oh Allah, gib uns, Allah subhanahu wa ta'ala wird uns nicht geben. Und Allah wird mit uns, von uns nicht annehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von euch übel gesehen hat, sollte das ändern mit seiner Hand. Wenn man nicht kann, dann mit seinem Wort. Wenn man nicht kann, dann mit dem Herzen. Und das ist das Wenigste von Iman. Das ist das Schwächste von Iman. Das heißt, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, Nasiha geben, bei Ahl-Sunnah al-Jama'a hat Stufen. Hat Stufen, Hand. Das ist nicht für jeden und nicht bei jeder Möglichkeit, sondern das ist für bestimmte Leute, wenn sie zuständig sind, in bestimmten Fällen und mit bestimmten Barakallahu fikum Voraussetzungen. Barakallahu fikum, dann haben wir gesagt, eine Grundlage oder sage ich jetzt eine Methodik von Ahl-Sunnah al-Jama'a bezüglich Verhalten und Charakter ist, dass man die anderen, den anderen gute Ratschläge gibt und dass man das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, weil das dazu auch gehört, wenn man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet und wenn man gute Ratschläge gibt, dann wird auch die muslimische Gesellschaft besser werden, genau wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ihr gebietet das Gute, verbietet das Schlechte, wa tu'minuna billah. Das ist als Beweis. Der andere Beweis, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ad-dinun nasiha, die Religion, der Dien, der Islam ist, dass man Rat, guten Ratschlag gibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Übel sieht, sollte das ändern mit seiner Hand. Wenn man nicht kann, dann mit seiner Zunge, mit seiner Zunge. Wenn man nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und das ist das Schwächste von Iman. Aber das hat, barakallahu fikum, Regeln. Das hat Regeln. Derjenige, der das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, der muss erstmal Wissen haben. Wissen darüber, ob dies gut ist oder schlecht ist. Der will das Gute gebieten, der muss das wissen. Das Schlechte verbieten, der muss auch wissen, dass das schlecht ist. Zweitens, der muss natürlich nicht mit der Letzten anfangen. Das wird mit letzter Maßnahme. Sondern erstmal, barakallahu fikum, mit der ersten Maßnahme. Deshalb bei Ahl-Sunnah, sie fangen erstmal mit Weichheit. Weichheit, das bedeutet erstmal weich reden zu den anderen und dann ein bisschen härter und ein bisschen härter. Sie reden erstmal mit Hikma und Mu'idha Hasana, mit Weisheit und gute Ermahnung, wenn sie ermahnen, dann sie ermahnen Leute. Und wenn sie diskutieren, dann diskutieren sie mit der besten Acht. Barakallahu fikum, zakumullah khairan. Und wichtig ist, dass man, wenn man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, nicht was Schlimmeres verursacht. Nicht, dass man was Schlimmeres verursacht. Und deshalb, barakallahu fikum, mit der Hand zu ändern, dass es, wenn man zuständig ist, wenn man imstande ist und wenn man natürlich kein schlimmere Übel, sage ich jetzt, verursacht. Das heißt, du siehst jetzt jemanden auf der Straße, der trinkt Alkohol. Du kannst nicht so einfach gehen und sagen, ja, Alkohol ist haram, komm, hier, weg. Darfst du sowas machen? Du kannst das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, aber wo und wann und wie? Das sind bestimmte Fragen, die wichtig sind. Ich meine, du kannst nicht zum Beispiel das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, in Mekka wie in Berlin. Das sind zwei total andere Situationen. Deshalb, da muss man wissen, mit wem, womit, wie,
Das bedeutet, in welchem Umfang man das macht. Aber zum Beispiel bei dir zu Hause, du hast zum Beispiel deine Wohnung und ein Bruder kommt dich besuchen oder ein Freund oder ein Bekannter und der will was Haram bei dir machen. Angenommen, der will bei dir rauchen. Du kannst ihm sagen, nein. Und hier auch darf man in diesem Zusammenhang das verhindern. Oder zum Beispiel, angenommen, du siehst was Haram in deiner Wohnung. Jemand tut dir was Haram. Da kannst du das wegschaffen, weil das deine Wohnung ist. Das ist dein Reich. Du kannst, aber nicht jetzt für alles kannst du das machen. Dann mit der Zunge, du kannst mit den Leuten reden. Auch mit dieser Barakallahu fikum. Wenn du zuständig bist im Fall, wenn du imstande bist in den anderen Fall und wenn du keine schlimmere Übel verursachst. Wenn du nicht kannst, angenommen du bist jetzt auf der Straße und du siehst eine Person, der trinkt Alkohol und der andere, der macht Zina und der dritte, der macht das. Meine, du kannst nicht hier alles ändern um dich. Deshalb mindestens, dass du im Herzen das nicht haben willst und so hat Allah uns erlaubt. Aber dass man verlangt, das mehr, das ist nicht die Methode von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا. Deshalb أهل السنة والجماعة die geben نصيحة. Die geben نصيحة. Indem man den Leuten gute Ratschläge gibt, indem man die Leute gute Ratschläge gibt und sagt ihnen zum Beispiel, das ist richtig oder das ist falsch. Und jeder muss für sich selber bestimmen. Du kannst den Leuten nicht zwingen. Du kannst den Leuten nicht zwingen, Barakallahu fikum, was von dir zu nehmen. Und bei gutem Gebieten und schlechtem Verbieten, auch Barakallahu fikum, da muss man Geduld zeigen. Bei einigen Leuten sieht das so aus. Der sagt etwas, der gibt einen Nasiha oder der gebietet das Gute. Ja? Und die Leute nehmen nicht. Dann sagt er sowieso, das bringt nicht. Nein, du musst Geduld zeigen und das ist Regel, Barakallahu fikum, von den Regeln, die Ahl Sunnah und Jama'ah haben. Und die machen Ihtisab. Wenn man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, dann, Barakallahu fikum, rechnet man damit, dass der Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn die Leute annehmen, dann Alhamdulillah. Wenn die Leute nicht annehmen, dann hast du deine Pflicht gemacht und du hast deine Sache gemacht. Nicht, dass man mehr macht, was Allah von uns verlangt hat. Und wenn du Nasiha machst, dann siehst du die Person, die die Fehler macht oder die Sünden begeht. Du siehst diese Person mit Barmherzigkeit, dass diese Person krank ist, dass diese Person etwas macht, was nicht normal ist. Deshalb, du hast Barmherzigkeit diesbezüglich und nicht, dass du Schlimmeres in diesem Zusammenhang Barakallahu fik, Jazakallahu khairan machst. Das ist der Sinn von das Gute gebieten, das Schlechte verbieten und Nasiha, dass wir die islamische Gesellschaft schützen. Erstmal untereinander und dann von Faktoren, die reinkommen, die die islamische Gesellschaft zerstören wollen. Und wenn wir miteinander Nasiha haben und ein Muslim, Ahl Sunnah und Jama'ah, die sind tapfere Leute. Die sind nicht Leute, die unter den Tischen reden oder über die Dächern reden. Die reden direkt. Und wenn sie ein Problem mit jemandem haben, dann reden sie mit ihm direkt. Und wenn sie dann sehen, dass eine Person großes Unheil stiftet, dann können sie auch öffentlich vor der Person warnen. Aber die müssen Allah dabei fürchten, weil Ahl Sunnah und Jama'ah nicht so sind, dass sie irgendeiner macht etwas und dann reden sie sofort. Nein, sie fürchten Allah dabei, weil sie wissen, Allah wird sie am letzten Tag danach fragen. Also aufpassen, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, ist nicht wie einige Leute denken. Da geht man einfach auf der Straße, sagt, das ist falsch und das geht nicht. Oder da schreit man und da redet man laut und so was. Nein, nein, nein. Das ist an sich selbst Wissen. Das sollte man lernen. Da sollte man die Regeln lernen, wie man das macht. Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, war mit seinen Schülern einmal
auf dem Weg und die haben die Tataren gesehen, eine Gruppe von ihnen, Soldaten, die haben Alkohol getrunken. Dann haben sie gesagt, die sind doch Muslime, weil die Tataren behauptet haben, Muslime zu sein. Die haben gesagt, die sind doch Muslime. Gebiete das Gute, verbiete das Schlechte. Der hat gesagt, lass sie weiter trinken. Die trinken Alkohol. Lass sie weiter trinken. Da haben sie gesagt, warum? Der hat gesagt, wenn diese Leute wach werden, dann werden sie anfangen, die Muslime zu töten. Deshalb lass sie betrunken bleiben, damit sie die Muslime nicht töten. Der hat verstanden, was die Sache ist, weil er wissend ist. Und das ist auch die Sache, wenn du jemanden siehst, der macht Schirk, da fängst du an, erstmal zu ihm zu sagen, wo ist dein Bart? Wala hawla wala quwwata illa billah. Für einige Brüder, der kommt zu einer Person, die Person betet nicht, fastet nicht, macht nicht vom Islam und der sagt ihm, ja, warum hast du kein Bart, warum ist deine Hose lang? Achi, der betet nicht, der fastet nicht, der macht nicht vom Islam. Erstmal rede mit ihm über wichtigere Themen. Aber, oder die andere Methode, da sieht man eine Person, die weiß noch nicht vom Islam. Und da fängt man mit dieser Person über Themen wie Takfir zu sprechen, Tabdi', du musst sei gewarnt vor diesem Scheich, sei gewarnt vor diesem. Ist das Amr Ma'ruf Nahi Munkar? Das ist kein Amr Ma'ruf Nahi Munkar. Das ist Barakallahu Fikum, Missbrauch für eine religiöse Handlung. Weil diese Leute den Weg von Ahl-Sunnah al-Jama'ah und Methodik von Ahl-Sunnah al-Jama'ah nicht verstanden haben. Oder die andere Methode, die wir heutzutage sehen, man sucht sich ein paar Fälle von Salaf-Gelehrten oder von Sahaba und da verallgemeinert man auf die ganze Religion. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel zweimal passierte etwas, zweimal. In der Sunnah zweimal, nur zweimal. Und es gibt dagegen 1000 Fälle, die anders sind. Da wollen einige Leute die zweimal nehmen und die verlassen die 1000. Und das ist der Beweis, dass diese Leute nicht verstanden haben, was das gute Gebieten bedeutet und das schlechte Verbieten. Leute, der Prophet ﷺ kam an Sahaba vorbei, während sie gefoltert waren, wurden und er hat ihnen nur gesagt, sei Geduld, sei Geduld. Das heißt, der könnte sagen, ja und so weiter. Das ist jetzt mit Nicht-Muslimen, aber mit Muslimen auch. Da sollte man nicht etwas sich wünschen, was schwer ist. Wünsche dir nicht, dass du in eine Prüfung reinkommst, wo du nicht weißt, ob du bestehst, weil die Folgen sehr groß sein werden. Deshalb, wer sagt, ich möchte das gute gebieten und das schlechte verbieten, dann muss erstmal lernen, was das ist, wie man das macht, wann das macht, mit wem das man macht, mit den Stufen, die wir haben und auch sollte man abrechnen mit dem Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala und das ist eine Charaktereigenschaft für Ahl-Sunnati wal-Jama'ah. Die beten, fasten, sie fürchten Allah, sie sind ehrlich und treu und sie haben diese Eigenschaften, einige habe ich genannt und dann noch dazu, sie selber, sie sind gut und sie versuchen auch das Gute zu vermitteln, dass die anderen auch besser werden, indem sie Nasiha geben, Gutes gebieten, Schlechtes verbieten. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.